Hallo, heute möchte ich wieder einen Text für euch lesen, der mir immer wieder begegnet. Er ist von Arthur Peter und ja, viele Stellen davon, da finde ich mich drin wieder, da, ja, das berührt mich und deshalb möchte ich den heute gerne mit dir teilen. Ich suche meinen Stamm. Die Leute meines Stammes sind leicht zu erkennen. Sie gehen aufrecht, haben ein Funkeln in den Augen und ein Schmunzeln auf den Lippen. Sie halten sich weder für heilig noch erleuchtet. Sie sind durch ihre eigene Hölle gegangen, haben ihren Schatten und Dämonen angeschaut, angenommen und offenbart. Sie sind keine Kinder mehr. Sie wissen, was ihnen angetan worden ist. Sie haben ihre Scham und Rage explodieren lassen und dann die Vergangenheit abgelegt, die Nabelschnur abgeschnitten und die Verzeihung ausgesprochen. Weil sie nichts mehr verbergen wollen, sind sie klar und offen. Weil sie nicht mehr verdrängen müssen, sind sie voller Energie, Neugier und Begeisterung. Das Feuer brennt in ihrem Bauch. Die Leute meines Stammes kennen den wilden Mann und die wilde Frau in sich und haben keine Angst davor. Sie halten nichts für gegeben und selbstverständlich. Sie prüfen nach, machen ihre eigenen Erfahrungen und folgen ihrer eigenen Intuition. Männer und Frauen meines Stammes begegnen sich auf der gleichen Ebene. Sie achten und schätzen ihr Anderssein, konfrontieren sich ohne Bosheit und lieben ohne Rückhalt. Leute meines Stammes gehen oft nach innen, um sich zu sammeln und Kontakt mit den eigenen Wurzeln aufzunehmen und sich wiederzufinden, falls sie sich durch den Rausch des Lebens verloren haben. Dann kehren sie gerne zu ihrem Stamm zurück, denn sie mögen teilen und mitteilen, geben und nehmen, schenken und beschenkt werden. Sie lieben Wärme und Geborgenheit und Intimität. Getrennt fühlen sie sich nicht verloren wie kleine Kinder, sondern können gut damit umgehen. Sie leiden aber an Isolation und sehen sich nach ihren Seelenbrüdern und Seelenschwestern. Die Zeit unserer Begegnung ist jetzt gekommen. Ja, mögen wir uns finden. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und weitere Texte findest du auf meinem YouTube-Kanal.